Hallo und herzlich willkommen hier in Ehingen. Und zwar habe ich euch das dann versprochen, dieses Spiel zu zeigen. Und zwar ist es ein Pflichtsieg-Auswärtsspiel in Ehingen. Ehingen hat bisher noch kein einziges Spiel in dieser Saison gewonnen, deshalb mussten wir das gewinnen. Wir haben uns aber super, super schwer getan. Wir haben zwar immer irgendwie mit 10 oder ja, mindestens, keine Ahnung, 5, 6, 7 Punkten geführt, aber trotzdem im dritten Viertel kam Ehingen nochmal ran. Und wir haben einfach echt nicht so gut gespielt. Am Ende haben wir dann noch einen Deckel drauf gemacht. Im vierten Viertel habe ich, glaube ich, 10 Punkte gescored. Insgesamt, glaube ich, 15. Hier jetzt nochmal einen Steal gehabt. Den Topscorer von denen gesteelt und nochmal einen Dank gemacht, die zur Auszeit gezwungen. Und dann haben wir es irgendwie über die Wupper geschaukelt. War nicht schön, aber solche Spiele muss man einfach gewinnen. Und in anderen Hallen ist es immer relativ schwierig zu gewinnen. Von daher nehmen wir den Sieg mit. Auch wenn es jetzt nicht kein glorreicher Sieg war, aber gewonnen ist gewonnen. Ja, weiter geht's. So, schönen guten Morgen, meine Freunde. Mache ich mich jetzt auf den Weg nach Köln und Luca und Nick holen mich ab. Hier werde ich ja nochmal gleich eine kleine Dankbarkeitsumfrage mit den beiden machen. Und dann gehen wir nochmal frühstücken. Yes. Stop that. What's good? Stop that. Die hat nicht aufgenommen. Bruder, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch, Alter. Hätte ich das gewusst, dass ich heute noch famous wäre, hätte ich mal geduscht. Oder so vielleicht auch mal eine frische Unterhose. Oder so, ja. Das Gute ist, die Kamera nimmt keine Gerüche auf. Da habe ich Glück gehabt. Da hast du wirklich Glück gehabt. Schöner Pulli, Luca. Guten Appetit. Nick, darf ich dich kurz interviewen? Wofür warst du letztes Jahr dankbar? Für meine Freunde und meine Familie. Das ist wundervoll. War aber auch kreativ wahrscheinlich, oder? Ja, nee, sagen viele, aber es ist trotzdem schön. Mhm. Wenn du eine Nachricht... Auch dazu. Dankeschön. Wenn du eine Nachricht an die ganze Welt senden könntest, was wäre das? Make peace, not war. Nee. Das ist gut. Ja, ich weiß, danke. Heißt das nicht eigentlich Make Love Not War? Make Love Not War, auch gut. Und eine letzte Frage, was macht dich glücklich? Meine Freunde und meine Familie. Wundervoll, danke. Ja, wundervoll. Ja, aber ich hätte dich noch gar nicht gefragt, wofür du letztes Jahr dankbar warst. Letztes Jahr? Ja. Ich glaube, um einen geilen Urlaub mit meinen Freunden zu verbringen. Ja. Und meine Familie mal zu sehen. Sehr gut. Und was hast du dir im neuen Jahr vorgenommen? Im neuen Jahr? Auf jeden Fall einen Schritt weiterzukommen, meinen Zielen. Und auf jeden Fall mehr Zeit mit meinen engsten Freunden und meiner Familie verbringen. Sehr und schön. Natürlich mal einen richtig geilen Urlaub wieder machen. Ja. Und mal vielleicht mal den Süßen hier irgendwo auf der Welt besuchen. Dankeschön. Viel Spaß in New York. Schön, dass du willkommen zum Frühstück. Ist immer gut, auch mal wieder zu sehen. Danke, danke. Hast du noch was im Kofferraum oder wie? Viel Erfolg, Alter, mit allem. Thanks, Bro. Geil, bleib aktiv neben dem Sport. Na klar. Ist ja geil, dass ihr beide richtig. Junge, was ist für ein schöner Rucksack, Alter. Geil! So, der Boy jettet jetzt hier nach New York. Erstmal kurz nochmal in die Heimat nach Paderborn und dann nach New York. Mach ich. Viel Erfolg, Alter. Danke, Bruder. Nick Siffen auf Instagram. Ciao. Single. Single. Ein Traum. Kussi aus Nussi. Witzig, Alter. Er sagt noch Single. Ja, klar, Single. Aber auch wie Single, Jungs. Super, super Single. Ich wollte euch jetzt noch mal kurz in die Highlights vom letzten Game mit reinnehmen. Es war ganz erfolgreich. Heartly welcome in der Ostermann Arena in Leverkusen. Wir haben das Spiel relativ solide gegen Bochum gewonnen. Wir haben wirklich sehr konstant, sehr gut verteidigt, auch gut angegriffen. Und ich hatte 6 Assists in dem Spiel, ich glaube 11 Punkte. Habe ich mir einfach mal überlegt, ich zeige euch einmal ein paar Assists von mir. Und auf jeden Fall sind wir sehr zufrieden mit dem Game gewesen. Melvin hat ein richtig starkes Spiel gemacht, 19 Punkte insgesamt gemacht. Am Ende seht ihr nochmal meine Lieblingsszene, wie er dann N1 reinmacht. Aber hier nochmal ein Dreier von Robert, hier passe ich auf Melvin.
Genau, das ist die Szene. Tougher Up and Under, geiler Move von Melvin. Ich habe mich richtig gefreut für sein dickes Spiel. Hat echt einen guten Job gemacht. Und hier noch ein paar Scores, eingefangen von Nils Alt. Falls ihr mal gute Videografie und Fotografie braucht, auf jeden Fall mal Nils Alt auf Instagram auschecken. Der macht diese geilen Aufnahmen, ja, einfach feurig. Ja, hier hinterm Screen ein Dreier reingeworfen, Never Go Under on Me. Von daher, ja, sobald ich höre, dass er under geht, versuche ich den da drauf zu knallen und auch reinzuwerfen. Und hier ist der coole Durchstecker, der auch das ganze Spiel besiegelt hat. Melvin, starkes Spiel, noch einen weiteren N1. Hat Bock gemacht und hätte sein Kaugummi verloren. So, nach dem Game Day heute einfach mal den freien Tag genutzt, um mal in den Kraftraum zu gehen und nochmal eine extra Einheit reinzubekommen, weil wir unter der Woche ein Spiel haben. Jetzt wird das Spiel am Wochenende abgesagt. Das heißt, ja, ich will trotzdem zwei in die Woche mal ein Krafttraining reinbekommen. Das heißt, ich gehe heute in den Kraftraum. Gleich haben wir noch ein Regenerationstraining um 5. Two times a day nach dem Training, nach dem Spieltag. Let's go. Krafttraining haue ich mir natürlich schön hier einen Multipower Vegan Protein Shake rein. Gekocht. Aufgewärmt. Tada! Schön die Carbs mit den ganzen Gemüse für die Mikros, dann den Protein Shake. Perfektes Meal nach dem Krafttraining. Und gleich haben wir noch eine Recovery Session mit dem ganzen Team, wo wir noch ein bisschen werfen werden. Und das alles am freien Tag. Aber jetzt gleich erstmal essen. Dabei höre ich mir einen Podcast an, dann arbeite ich, mache mir eine Deep Music, irgendwie Deep Techno oder Deep Work Playlist an und dann hustle ich für Thankful durch und dann, ja. Und zwar habe ich ein neues Paket bekommen von, kaum zu übersehen, Panini. Mal gucken, was drin ist. Uhuhu. Panini hat mir geschrieben und meinte so, verspätetes Weihnachtsgeschenk. NBA Hoops 2019, 2020. Vielleicht finde ich da noch ein Design oder so drin. Holo Green Yellow Laser Parallels. Nochmal NBA Hoops. Und ein geiles Merry Christmas Schreiben. Hi Luis, wir wünschen dir und deinen Liebsten ein schönes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merci Panini, ihr seid die Besten. Ich freue mich jetzt richtig, diese Dinge auszupacken und vielleicht ist da was Geiles dabei. Aufgerissen und ich habe ein paar geile Pulls gemacht. Erstmal feiere ich überhaupt diese Donruss-Karten. Könnt ihr euch mal das ist. Zumindest Thorn Maker, aber guck mal, wie geil die aussieht. Da habe ich noch einen Ja Morant gezogen, einen Kevin Durant, alles in Base, aber zwei fette Rookies gezogen. Einmal aus NBA Hoops, Anthony Edwards, ist natürlich ein richtiger Banger dieses Jahr, und Isaiah Stewart. Immer wieder aufregend, um zu gucken, was man gezogen hat. Hier noch einen kleinen Steph Curry drin, auch als Base. Ja, ich werde jetzt mal folieren und dann ja, bringe ich meine Mikrowelle weg und kaufe eine neue Mikrowelle. Hello, da bin ich wieder und zwar wollte ich euch was zeigen. Mikrowelle ausgetauscht eben, das hat insgesamt nur eine Stunde gedauert. Alte Mikrowelle zum Wertstoff hoch, zack, neue gekauft, eben Saturn die günstigste und ab und rein. Aufgestellt, das kriegt sogar ein Minus-Handwerker wie ich hin. Und jetzt habe ich
ich mal zu Weihnachten bekommen. Grow Your Herbs. Bin ich mal gespannt, ob ich auch mit meinem nicht vorhandenen grünen Daumen diese, hier, Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, gepflanzt bekomme. Let's try it out. Let it breathe. Beautiful if you ask me to analyze. That's a part of my thoughts that I don't glamorize. Jay-Z and Beyonce got that lemonade. Me and you was a better grade, Minute Maid. I'm from a place where they controlling that reefer, growing the teacher, lyrically colder than Keisha, good lord. And y'all ain't half as nice, blogging is dead, let's enjoy the afterlife. Da ich keinen Sprüher hab, probiere ich es mal so. Like old school Martin, get the stepping, Fitbit, that's a sidebar. What y'all ride for? Why religion stay divided, just people, It's no peace, just forever war. Similes about the all, life is like a metaphor. Mal gucken, ob das klappt.